Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte auf den Marsch. Gleich zum Anfang ein Dank an alle Adonet. Genau die. Und jedenfalls sagen wir schönen Dank dafür. Fürs fleißige Reinschalten letzte Woche. Das hat mich sehr gefreut. Natürlich auch über die Abos. Es gibt natürlich einen kleinen Schub, wieder ein bisschen mehr zu machen oder auch nicht. Jedenfalls hier weiterzumachen. Über den Zuspruch habe ich mich gefreut. Ich danke mal allen dafür, dass ihr hier reingeschaut habt. Und fürs fleißige Kommentieren. Wenn ihr was habt, Anregungen, Ratschläge, Fragen, immer Fragen, ich versuche das zu beantworten, ich versuche alles dazu hinzukriegen. Was in meiner Macht steht. So, zwei Dinger sind fertig. Fressen die Kühe eigentlich. Ich hatte ja ganz vergessen, ich hatte eigentlich für die Kühe einen separaten Hänger gehabt, hätte gerade nicht auskippen brauchen. Schweinefutter. Aber gut. Weil der eine steht nämlich genau bei den Kühen. Der Anhänger habe ich jetzt gerade gesehen. Ich muss an den Timer gehen und mal Folgen zu lang. Obwohl ich jetzt OBS Labs auch eine Zeitangabe hat, wo man entsprechend immer nachschauen kann. So, das ist voll. Lassen wir mal stehen. Kümmern wir uns um anderen beiden Fahrzeuge. Das ist den hier. Erstmal anlassen. Stehen lassen. Gleich den nächsten einsteigen. Den entlassen wir auch. Und da wir jetzt unsere Felder eigentlich fertig haben, mit Bestellung. Jetzt gucken wir uns an, da ist voll gedüngt. Hier ist überall Stufe 2. Ich denke mal, dass wir dann auf 15 noch einmal düngen können und auf 13. Dann fahren wir den auf 13. Kurz Überblick geschaffen. Auf 13 und düngen dann auch gleich, mal sehen, ob das auch klappt. Ich weiß nicht gar nicht, mit meinem, was ich da eingesehen habe, ich glaube Hopfen. Ach, unser Einklappen. So. Ja, der Frühling ist da. Also natürlich immer so sehr blöd. Wenn es am besten klappt nachher, dann kommt ja der 21. Version. Ist noch nicht weit. Ist noch nicht so weit. Ja, das ist richtig ungewohnt, da hinten die Weiten der Landschaft zu sehen. Das war vorher ja irgendwann Schluss. Gut, da ist noch nichts gewachsen. Auf 15. Fahren wir mal da auch hin. Vielleicht ist da schon was passiert.
wollte auch nicht X drücken und nicht C. Fahren wir Richtung, da ist schon was gewachsen. Den müssen wir eigentlich düngen können. Tja, die Heilung wechseln ist ein bisschen ungünstig, ne? Naja, gut, okay. Ist nicht schön, aber gut. Schweine müssen noch Stroh haben eigentlich, wäre besser. Aber bis Stroh wechselt, dauert noch ein bisschen, also bis das Getreide wieder gewachsen ist. So, Feld 15. Immer den alten Kurs löschen. Und wir generieren mal ganz kurz. 15. 2V lassen wir also heute alles. Ich sag mal, eine Brücke bauen können. So. Und hier will man gleich kontrollieren, ob wirklich klappt. Sonst haben wir umsonst gestimmt. Ja, das klappt, dann ist gleich fertig. Müssen mal gut schauen. Besuchen wir mal den Hafen. Und wo die Brücke ist. Also alles liefern müssen endlich. Ob wir einen Teil selber produzieren können oder ob wir da kaufen müssen. Wenn wir kaufen müssen, wäre es ungünstig, wir haben auch nicht genug Geld. Weil mit ein bisschen Wirtschaft müssen wir noch was, bis die Schweine so laufen. Also neu ist ja der Mod für also Schlachthof. Da kann man Schweine abliefern und dann das Fleisch verkaufen. Und einige Produkte dafür. So. Hier ist die Baustelle für die Brücke. Also damit die gebaut werden kann, ne? Das Schwimm ist mal schlecht. Muss man hier einiges liefern. Einiges. Stahl und kaum, das weiß ich. Sand und Kies, da muss man so ein Dings machen, so ein Werk. Ja. Also wir haben in Zukunft, Wasser gibt es ja eigentlich kein Problem, da gibt es ja einen Wasserhahn, ne? Ansonsten Zement, Kiesand ist schon klar, da werden wir ihre Produktion noch richten müssen. Irgendwo werden wir auch dafür, hier Zement anliefern. Dixie ist auch da. Gut, dem Thema später, wenn wir dafür die Geld haben. Denn jetzt können wir auf dem Feld und dem Feld nichts machen, weil wir nicht hinkommen. Aber das soll nicht weiter stören, wir haben hier noch genug Felder zu machen. Wir müssen mal schauen, was wir heute für Missionen haben, wo wir ein bisschen Geld verdienen können. Natürlich flügen Gruppen natürlich nicht, ne? Also sehen. Ja. Den Kleinbetrag fahren wir gar nicht los. Gut, da sind wir dabei. Mal schauen, was wir sonst noch machen könnten. Den fahren wir zurück.
fahren wir unser Landerklapp noch nicht aus. Kartoffelroder zurück zum Hof. Waschen, wegstellen. Ich habe mal so festgestellt, die brauchen keine Kartoffeln für die Schweine. Ja, man sollte ein bisschen vorlesen können, ne? Obwohl normalerweise Kartoffeln schön gekocht, gedämpft, gestampft. Das lieben doch die Schweine. Immer eine Frage der Kosten, was ist billiger, Getreide oder Kartoffeln. Nehmen wir an, der Arbeitsaufwand bei Kartoffeln ist ein bisschen größer, vermute ich mal ganz stark. Ob so ist, weiß ich nicht. Das ist ein Ökonomenschein. Unsere Schweine zu Hause bekamen früher Kartoffeln. Dazu kaufen es alle. Nehmen wir alle Kasse. Dann können wir den malen. Noch ein paar Geräte wegfahren. Ja, da waren ein paar Hallen setzen noch. Ein, zwei Hallen noch. Zwei Hallen. Hallen. Muss ich mal gucken, welche Hallen das waren. Die waren noch nicht dabei. Farmhaus. Da waren sie auch nicht dabei. Diverses. Ja, da kommt schon mal hin. Wir müssen so vorne gewesen sein. Heizwerk. Ja, das waren die beiden Hallen. Lieber die große. Wir müssen gleich drehen. Hoffen wir, die Geräte können drin bleiben. Hat auch keiner eine Schnur gezogen, ne? Gut. Passt. Hat die Hallen stehen wieder. Ja, das ist toll. Etwas ärgerlich, aber gut, was wir noch machen. So, da können wir gleich mal Landschaften. Und zwar, muss mal gucken. Jetzt muss ich aufpassen. Gibt, zum einen Gelände bearbeiten und zum anderen nur malen. Ich will nur noch malen. Weil. Es mir schon oft passiert, dass ich das entsprechend gleich im Gebirge gebaut habe. Und das kostet ja auch ein Geld. Und das ist ja dann ein bisschen. Naja. Nicht so sinnvoll, ne? Bodentyp ändern. Gras haben wir jetzt auch malen können. Aber das wollen wir gar nicht mal. Wir wollen im Prinzip nur, dass hier was hier so was hier jetzt an Gras ist, wegmachen. Damit wir das ist halt besser, wenn das ein bisschen fleischmäßiger aussieht. Es muss nicht perfekt sein, weil es ist ja auch so, wenn zum Beispiel so ein bisschen so gehen lässt, dann wächst auch überall ein bisschen mehr und neu.
ging gerade Licht aus und bin erschrocken. Wenn man gerade was macht und dann geht was, passiert was, dann ist man nicht so gerade. Naja, denkt man auch, ne? Nur Schaden gemacht, ne? Aber wie gesagt, hier so eine Flächen, wenn wir hier ein bisschen die Gerätschaften fahren, ist besser, wenn es ein bisschen. Gleichmäßig aussieht. Ein bisschen anders hinstellen hier, damit wir gucken können. Wir haben ein bisschen was gesetzt. Dann müssen wir halt wieder ein bisschen zeichnen. Keiner eine Schnur gesetzt hier, damit wir dann eine Linie machen können. Wie gesagt, das ist ja nur halbwegs, dass das auch nicht aussieht, dass wir hier ein bisschen System haben. Das muss man auch zurechtfinden. Wenn einer sich fragt, wieso habe ich einen zweiten Kuhstall? Ich hatte vorher zwei und ich hatte eigentlich immer die Absicht gehabt, sobald die Kühe gekalbt haben, dass die Kälber dann entsprechend umgesiedelt werden in einen anderen Stall. Das gleiche möchte ich eigentlich auch mit den Schweinen machen. Dass ich da irgendwann wieder einen zweiten Schweinestall setze. Denn die jetzigen Schweine sind ja gedacht als Zuchttiere. Und die ich jetzt nicht bekomme als Frischlinge, als Ferkel, die sind im Verkauf gedacht. Das ist ja ganz wichtig, dass man da ein bisschen unterscheidet. Auch die älteren Tiere müssen mal verkauft werden, aber ich glaube nicht, dass wir das so schnell hinbekommen werden, dass wir in ein paar Jahren bevor der LS 21 kommt, dass wir hier auch 10 Jahre schaffen. Ist wünschenswert, aber ich glaube nicht ganz dran. Pro Woche ungefähr einen Tag. 6 Tage haben wir in der Jahreszeit. Nee, Quatsch. Ja, in der Jahreszeit. Ja. Da kann man sich ungefähr ausmalen, wie lange das dauern wird, bis wir was fertig haben. Kann noch ein bisschen hinziehen. Wenn ich merke, es wird zu langweilig mit 6 Tagen, dann muss ich sehen, dass ich auf 3 Tage reduziere, aber das kann ich aber nur im Winter machen. Das soll man nicht mittendrin nicht machen. Obwohl wir später ja auch mehr Arbeit haben werden, denke ich mal, dass wir da uns genug beschäftigen können. Ich
schön den Grün weg, aber was soll's, ist nicht anders. So, das sollte alles einmal alles sein. Da hat er noch Fläche. Im Grunde hätten wir das vorher machen müssen. Die Fläche. Aber gut. Ist hier doch nicht so eng. Weil. Alles können wir nicht sofort machen, das geht ja gar nicht. Und darum ist das mal ganz gut so. Also, haben wir die Fläche fertig. Dann können wir das alles schön waschen nachher. Oh, nicht eine Flucht, macht nichts. Eh keine. Da haben wir unser Vieranhänger. Der hat noch Licht an. Werden wir gleich waschen und reparieren. Dann wegstellen. Machen wir Licht aus, dann ist es blau. Zu viel gedrückt. Tanken müssen wir nicht. Aber waschen müssen wir. Waschen, waschen, waschen. So, mein Gewicht auch noch reinkriegen. Reparieren. Bisschen Wasser. Also die Kraft möchte ich auch mal haben. Gerät halten, ohne dass ich mal Ding berühre. Ja, wie bei Dings hier, bei den Gidis. Ja, aber die Macht. Aber gut, die Person zu sehen, das ist ja eigentlich nicht vorgesehen gewesen im Solo-Spiel. Man sieht dann sonst mal höchstens seinen Mitspieler im Airflow-Modus. So, sauber ist er. So, wo stellen wir am besten hin? Der Stromkasten ist, hat mir ein bisschen stört, weil er genau im Wege steht. Aber gut, okay, vielleicht machen wir irgendwann mal einen Dreher. Mal anders. Das Auto habe ich mal gekauft, um mal bei Autodrive-Kurse einfahren zu können. Das ist aber eine sehr, sehr, sehr mühselige Aufgabe, weil man sich auch einpuxen muss. So, hier haben wir ein paar Hänger. So, schau, die Zeit ist wieder umgelaufen wie im Fluge. Jetzt aber Dank fürs Reinschauen. Hat mich gefreut. Auch ein Dank an jeden, der ein Like gibt. Muss nicht, kann nicht, aber schön. Und ansonsten sagt mal Tschüss und Winke-Winke. Ciao, ciao. Man sieht sich und hört sich. Vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss.